Ich hatte noch einen Job. Ich war sehr lange Türsteher. Das Vorstellungsgespräch war einfach. Haben Sie Probleme mit Ihren Aggressionen? Nein, nur die anderen. Ich habe einen Onkel, der hat 8 Hunde. Und alles, was er mir erzählt über seine Hunde und wie er sie erzieht, konnte ich 1:1 auf diesen Job anwenden. Weil ab einer bestimmten Uhrzeit sind Clubgäste und Hunde in ihrem Verhalten nicht mehr zu unterscheiden. Ja, sie pinkeln überall hin. Sie stinken, sie haben Reviersprobleme. Und ich frage meinen Onkel, wie wirst du mit so einem Hund fertig? Und er sagt, ganz einfach, du erziehst ihn. Aber es wird noch einfacher, wenn du ihn vorher kastrierst. Ich erzähle euch mal, wie so ein Abend im Club abläuft. Also in erster Linie werden die Gäste am Eingang immer durchsucht. Weil du weißt nie, was die dabei haben. Drogen, Waffen. Einen habe ich mal durchsucht, der hatte in seiner Socke einen Schraubenzieher. Ich sag, was ist das? Und er sagt, ich bin Elektriker. Und dann schicke ich ihn weg. Und wenn du das machst, die Leute werden wütend, die werden aggressiv, sie beschimpfen dich. Ich glaube, dass sie dich beschimpfen. Einer hat mal zu mir gesagt, dein Vater ist deine Mutter. Das ist Meta, das ist Inception. Das ist, ich kann bis heute meine Mutter nicht mehr anrufen. Ja, und ich nehme diesen Schraubenzieher, biege ihn um, werf ihn weg, gib ihm einen Klaps auf den Hinterkopf, einen Arschtritt, verpiss dich hier und komm nicht wieder. Es ist sehr interessant, wie unterschiedlich Mentalitäten in einem Club feiern. Wenn der Russe in einem Club feiert, dann ist er am nächsten Tag nicht mehr ansprechbar. Durch. Und ich glaube, das liegt an der Erziehung. Als ich 15 war, bin ich mal von der Party nach Hause gekommen. Mein Vater konfrontiert mich sofort. Da, komm mal her, guck mich an. Wie siehst du aus, ha? Bist du betrunken? Und ich... angetrunken. Also, erstens, in diesem Haus wird nicht getrunken. Wegen Leuten wie dir haben Russen so ein schlechtes Image. Ja, als ob es nur daran liegt. Zweitens, angetrunken ist rausgeschmissenes Geld. Deutsche dagegen sind viel härter. Das sind Maschinen. Die sind getaktet. Mir ist mal ein deutscher Gast entgegengerannt, der hatte Hose und Unterhose bis hier runtergezogen. Torkelt auf mich zu, pinkelnd, Portemonnaie offen. Sebastian Krämer von der Pimmelpolizei. Der Typ war so selbstbewusst, ich wollte schon so machen. Ab in die Pimmelzelle mit mir. Am nächsten Tag hatte ich einen Termin bei der Bank, früh morgens. Ich wollte Geld einzahlen. Kommt ein Mann im Anzug mir entgegen. Sebastian Krämer, schönen guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Das können nur Deutsche. Es ist auch sehr interessant, wie Deutsche auch so einen Abend verabschieden. Wenn der Abend richtig geil war, fast schon legendär, dann sagen sie am Ende des Abends, da kann man nicht meckern. Versteht ihr die Bedeutung hinter dieser Aussage? Das bedeutet, diese Person hat den ganzen Abend damit verbracht, etwas zu finden, was ihr nicht gefällt und hat dabei versagt. Wenn der Deutsche aber unzufrieden ist und den Club verlässt, sagt er den Türstehern nicht Tschüss. Er sagt, Anzeige ist raus. Und ich glaube auch, dass so Rassismus entsteht, durch kulturelle Missverständnisse. Ja, Victor und ich haben damals eine Tanzfläche bewacht. Und vor uns steht ein Gast und zündet sich eine Zigarette an, obwohl es ein Nichtraucherraum ist. Wenn so etwas in einer russischen Disco passiert, wenn ein Gast sich im Nichtraucherraum eine Zigarette anzündet, obwohl er weiß, dass der Türsteher ihn sieht, bedeutet das übersetzt, der Gast will mit dir raus vor die Tür. Es ist eine Herausforderung. Wir haben bis heute nicht entschlüsselt, was es bei Deutschen bedeutet. Victor ist sehr vorsichtig, sehr konservativ. Er geht zum Gast hin, bam, K.O. Und ich gehe hin, ich sage, Victor,
Wieso? Ja, Nikita wollte mich schlagen. Hast du wenigstens versucht, mit ihm zu reden? Nikita, es ist einfacher, sich zu entschuldigen, statt um Erlaubnis zu fragen. Ich muss hier auch sagen, Victor ist so einer, dessen Gedankengänge sehr tiefgehend und sehr verschachtelt sind. Er hat mal aus heiterem Himmel den Kontakt zu mir abgebrochen. Aus dem Nichts, einfach so. Und nach 3 Monaten laufe ich ihm zufällig über den Weg. Ich so, hey Victor, was geht? Lang nicht mehr gesehen. Und Victor, oh, Nikita, guten Abend. Ja, du hast mir vor 3 Monaten eine Nachricht geschrieben. Ich wollte auch antworten, aber ich habe vergessen. Und dann ein paar Tage später habe ich gemerkt, ach, das sieht dumm aus, wenn ich erst jetzt antworte. Also habe ich einfach entschieden, nie wieder mit dir zu sprechen. Seine Gedankengänge sind auch sehr gewissenhaft. Das heißt, wenn er zum Beispiel am Steuer sitzt und er biegt ab und er vergisst zu blinken, dann macht er die Blinkgeräusche mit dem Mund. Dieser Mann ist uns moralisch überlegen. Jedenfalls, ich sage, ey Victor, schaff den Typen hier raus, Mann, gleich kommen Leute, die filmen das, gibt Probleme. Und Victor zieht ihn am Bein quer durch die Tanzfläche. Ich sage nicht vorne raus, hinten raus, wo keine Kameras sind. Und Victor zieht ihn hinten raus. Aber hinten raus geht's die Treppen runter. Und der Kopf des Jungen, tung, 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 tung. Und dann legt er ihn raus in die Gasse. Der Junge liegt da, Arme so, Augen offen, rührt sich nicht. Ich stehe da. Ich so, Alter, Victor, was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht. Du hast ihn kaputt gemacht. Der war schon so. Nein, Mann, die Augen waren vorhin zu, jetzt sind die offen. Dann kommt ein Mädel angerannt, völlig besoffen. Ey, euer Zigarettenautomat ist kaputt. Anzeige ist raus. Der Job als Türsteher ist sehr hart und sehr düster. Und wenn du nicht in der Lage bist, dich regelmäßig selbst zum Lachen zu bringen, dann überlebst du das nicht. Ja, manchmal kommen Gäste zu mir, fragen, hey, kannst du ein Bild von uns machen? So, ja, klar. Die stehen da, die denken, ich mache ein Bild von denen. Ich mache 5 Selfies von mir, gib's Handy zurück. Oder tagsüber, wenn Leute dich wiedererkennen, sehr witzig bei Pärchen, hey, ich kenne dich irgendwoher, dann sag ich, du guckst zu viele Pornos. Jedenfalls das Mädel, ey, Anzeige, raus. Ich so, hey, hey, langsam, langsam, langsam. Guck mal, das ist ein moderner Zigarettenautomat, okay? Guck mal, in die eine Öffnung musst du reinblasen, das ist ein Promilletester. In die andere Öffnung musst du reinschreien, welche Marke du willst. Geh mit der Zeit, was ist los mit dir? Konzentrier dich. Und sie geht hin, Münze. So kannst du einen Gast den ganzen Abend beschäftigen. Ab einer bestimmten Uhrzeit ist dieses Verhalten ansteckend. Irgendwann ruft sie, es funktioniert jetzt immer noch nicht. Und dann kommen andere Gäste und sagen, ja, weil die Musik, die ist so laut, du musst mehr schreien. Später wurde ich eingelernt in den Toiletten. Der Club hatte 6 Toiletten und der Chef sagt mir, guck mal, du läufst hier immer wieder Streife, du guckst unter die Kabinen und wenn die Füße nicht zu dir zeigen, sondern in irgendeine andere Richtung, heißt es, der Gast benutzt nicht die Toilette, sondern kokst am Fensterbrett. Ich zeig's dir, passiert ständig. Und wir laufen Streife. Und irgendwann, wir sehen, die Füße sind komisch. Wir treten die Tür ein, da ist ein Typ und schnupft. Wir ziehen ihn raus, 2 Ohrfeigen, nehmen seinen Stoff, zertreten ihn und werfen ihn hinten raus. Und wo er noch sagt, Dankeschön. Weil wir ihm vorher sagen, wenn du wiederkommst, dann zeigen wir dich an. Was wir aber nicht tun werden, weil wir sonst eine Gegenanzeige vom Staat kassieren, weil wir die Leute nicht richtig durchsucht haben. Geheimtipp. Dürft wiederkommen. Jedenfalls, ich laufe weiter Streife. Ich sage meinem Chef, ich mache das, ich handle das easy. Und ich laufe so durch die Gegend und ich sehe, oh, die Füße sind komisch. Ich trete die Tür ein. Und vor mir ein Typ, 180 Kilo schwer, komplett nackt, sitzt auf der Kloschüssel und schläft. Was machst du in so einem Moment?
was machst du? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht am Bauchnabel, hallo. Keine Ahnung. Was würde mein Onkel sagen? Welcher Rat würde passen? Er hat einmal zu mir gesagt, Nikita, merke dir, Menschen und Hunde hassen es, wenn du sie streichelst, während sie essen oder kacken. Das habt ihr euch gerade vorgestellt, hä? Ihr sitzt auf dem Klo, hinter euch ein Mann im Anzug. Ist das okay, Sir? Ist das in Ordnung? Das ist mein Traum von Reichtum. Ich gehe weiter, ich schaue unter die Kabinen, ich sehe, okay, die Füße wieder komisch. Ich trete die Tür ein. Sitzt ein Typ auf der Schüssel, vor ihm kniet eine Frau, ihr Kopf zwischen seinen Beinen. Mein Onkel hat mir damals gesagt, Dominanz bedeutet nicht Aggression. Dominanz bedeutet, die Dinge unter Kontrolle zu halten. Also, hier sitzt der Typ, kriegt einen Blowjob. Ich stehe da. Hallo. Aufhören. Bitte. Dann gehe ich raus in den Flur und gebe einen Funkspruch an meinen Chef. Ich sage, hey, ist Blasen okay? Dann sagt er, ja, aber nicht vor Feierabend, sonst bist du die ganze Nacht müde. Ich sage, nicht bei mir, bei jemand anderem. Dann sagt er, ja, von mir aus, aber lass dich nicht erwischen. Wir kriegen einen Funkspruch, Alkoholvergiftung auf der Tanzfläche. Wir rennen rüber und mitten auf der Tanzfläche, da liegt sie, bewusstlos, die Marlboro Lady. Diese Frau hat sich so abgeschossen, dass ihre Muskeln komplett eingeschlafen sind. Das heißt, eigentlich war sie komplett weiß angezogen, aber somit hinten von oben bis unten braun. Was willst du machen? Und in so einer Situation reagiere ich wie ein junger Löwe, der gerade das Brüllen lernt. Das heißt, ich komme, ich sehe sie, ich rieche sie und meine Reaktion ist... Und die Freundinnen kommen so, hey, kannst du helfen, uns sie rauszutragen? Victor nimmt ihre Fußspitze und zieht sie nach draußen. Der Chef kommt und sagt, Alter, du ziehst eine Spur durch den ganzen Club. Ja, aber so wissen die Freundinnen, wo sie sie finden. Dann meint der Chef, wo bleibt eigentlich der Elektriker? Der hätte 4 Stunden hier sein müssen. Victor zieht sie bis auf die andere Straßenseite. Und ich gehe nochmal zu den Freundinnen und ich sage, hey, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, können wir einen Krankenwagen rufen. Nee, wir kommen klar. Alles klar. Victor und ich gehen wieder auf die andere Straßenseite und schauen zu, was die machen. Einfach, weil es witzig ist. Und du siehst eine von denen telefonieren. Ja, Mama Ibens. Ja, ja, die Caro schon wieder. Ja, ja. Ja, kommst gleich, gell? Ja, bis gleich. 20 Minuten später kommt die Mutter angefahren, steigt aus dem Auto, sieht ihre verschissene Tochter. Und dann läuft sie wie Inspektor Columbo bei einem Tatort so um sie rum. Und sagt dann, ja, so kommt ihr mir nicht ins Auto, Neikel. Dann macht sie den Kofferraum auf, schmückt alles mit Zeitung, Tochter rein, Kofferraum zu, fährt los. Und ich könnte schwören, im Vorbeifahren konnte ich hören, Marlboro. Zwei Minuten später halten 2 Autos vorm Club. Aus jedem Auto steigen 5 Typen. Glatze, Bart, Bomberjacke, Totenkopf auf dem Rücken. Eine Gang. Und mittendrin der Typ, den Victor vorhin K.O. geschlagen hat. Und er zeigt auf uns. Und wir stehen da. Wir dachten immer, wir sind hart. Wir dachten immer, wir sind Gangster. Bis dann plötzlich echte Gangster vor dir stehen. Und du siehst die quatschen und immer wieder zu uns zeigen. Und ich denke, okay,
Ich rufe meinen Onkel an. Der weiß alles. Onkel, was kann ein Hund machen, wenn er von einem größeren Rudel Hunde bedroht wird? Und mein Onkel so, also in erster Linie sollte der Hund erst einmal abwarten, bis das Rudel an seinen Hoden gerochen hat. Und Victor so, ich glaube nicht, dass die das machen. Ich sage, Onkel, das Rudel ist hochaggressiv. Kann sein, dass sie diesen Part überspringen. Also der Hund sollte erst einmal herausfinden, wer das Alpha-Tier in diesem Rudel ist. Das Alpha-Tier erkennst du immer daran, dass sein Schwanz nach oben zeigt. Und Victor so, ich sehe nichts. Der Hund sollte um jeden Preis dafür sorgen, dass der Schwanz von Alpha-Tier wieder nach unten geht. Egal wie. Ich sage, ey Victor, ich kann das nicht machen. Aber wenn es dir hilft, hier meine Handschuhe. Ich sage, nein, was machen wir? Wenn es nach mir geht, wir gehen rein, wir sperren die Tür zu, rufen die Polizei und bis sie da ist, verstecken wir uns im Mädchenklo. Und Victor sagt, nein, ich habe eine bessere Idee. Dann holt er so einen fetten Feuerlöscher raus und sagt, guck mal, das habe ich selbst gebastelt. Das ist ein Pfefferspray. Also, ich gehe rein und sprühe sie voll und während sie alle weinen, Nikita, schlägst du zusammen so viele du kannst. Ich so, Alter, das sind viel zu viele, die werden uns überrennen. Hast du morgen Arbeit im Büro oder so? Ich so, nein, ich habe morgen frei. Also dann los. Und er rennt rein und gerade als er lossprühen will, kriegt er den ersten Schlag ins Gesicht, sodass er sich zu mir dreht und mich vollsprüht. Und ich gehe in die Knie, ich bin am Husten, ich bin am Keuchen und die Typen kommen schon und schlagen in mich ein. Und ich sehe gerade so, Victor liegt längst am Boden. Und die hören nicht auf. Und irgendwann aus der Ferne höre ich, Polizei, sofort aufhören. Die Typen ins Auto, weg. Victor und ich liegen am Boden, völlig demoliert, völlig im Arsch. Es hat an die 10 Minuten gebraucht, bis wir wieder einigermaßen sehen konnten. Hey, und in diesem Moment denke ich mir, krass. Ein Polizist hat uns das Leben gerettet. Und da schaue ich nach links, da steht er, untenrum nackt, Sebastian Krämer von der Pimmelpolizei.